Es ist noch immer relativ ruhig im Handelssaal der Börse Stuttgart. Das heißt aber nicht, dass nichts los wäre. Aber schön der Reihe nach. Der Deutsche Aktienindex, der notiert aktuell bei 7.177 Punkten mit 2 Pünktchen im Plus. Er hält also das am Ende der vergangenen Woche erreichte Niveau weiterhin relativ stabil. Und von dieser Basis aus erwarten nun viele mittel- und langfristig orientierte Anleger, dass der DAX seinen Aufwärtstrend wird fortsetzen können. Für die kurzfristig agierenden Akteure hier an der EUWAX ist es aber relativ schwierig, mit dieser Situation umzugehen. Sie halten sich merklich zurück. Der EUWAX Sentiment Index pendelt jetzt auch am Nachmittag im Bereich der Nulllinie. Wir haben zahlreiche Themen hier auf der Agenda gehabt, so zum Beispiel auch Konjunkturdaten. Um 16 Uhr kam der ISM-Index für den Dienstleistungssektor in den Vereinigten Staaten. Der lag leicht unter den Erwartungen. Aber der wichtige Termin heute ist 20 Uhr, die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung der US-Notenbank FED. Das ist die Sitzung vom 15. März. Und da erhoffen sich die Börsianer weiteren Aufschluss über die künftige Geldpolitik in den kommenden Monaten. Und hier gibt es interessante Überlegungen von den Marktteilnehmern. Denn sollte es hier keine Hinweise geben auf eine Zinsanhebung in den kommenden Monaten und sollte dann am Donnerstag die Europäische Zentralbank den Leitzins ihrerseits um 25 Basispunkte wie erwartet anheben, dann könnte sich der Aufwärtstrend des Euro möglicherweise fortsetzen. So spekulieren auch die Redakteure eines auf Hebelzertifikate spezialisierten Börsenbriefes darauf, empfehlen, dass Anleger doch Long-Zertifikate auf den Euro kaufen sollten. Denn spätestens wenn der Euro die Marke von $1,43 überwinden könnte, dann wäre der Weg frei bis zum Allzeithoch auf 1,50 und möglicherweise sogar dann darüber hinaus. Deswegen empfiehlt dieser Börsenbrief, Long-Positionen auf den Euro aufzubauen, sagt allerdings auch hinzu, wenn die Marke von 1,40 nach unten gerissen werden sollte, würde dies ein Verkaufssignal generieren. Einzelwerte aus dem DAX standen ebenfalls im Fokus. An der EUWAX wurden hier hauptsächlich Call-Optionsscheine gekauft auf Adidas, auf BMW, auf Daimler, auf K+S, auf Siemens und die Deutsche Bank. Vielleicht mal der Reihe nach. Adidas 1,8% im Plus. Da gab es eine Analystenempfehlung. BMW und Daimler profitieren ebenfalls von der Bemerkung der Analysten der Citigroup, die sagen, BMW und Daimler würden wir VW vorziehen. Deswegen sehen wir hier die Aktie so stark laufen. Derivateanleger freut's. Sie haben Calls im Depot. K+S 0,7% im Plus. Siemens 1,5% im Minus. Hier nützt man dieses etwas schwächere Niveau heute zum antizyklischen Aufbau von Call-Optionsscheinen. Hier gab es allerdings einen negativen Analystenkommentar am heutigen Tag. Bei der Commerzbank gibt es einen satten Aufschlag von 3,3% auf 5,61 Euro. Der Chef der Commerzbank, Martin Blessing, hat offenbar ganz konkrete Vorstellungen, wie diese gigantische Summe von 16,2 Milliarden, die der Bankenrettungsfonds SOFIN als stille Einlagen hier an der Commerzbank hält, wie das zurückgezahlt werden könnte. Und diese Pläne werden möglicherweise bei der Öffentlichkeit vorgestellt. Hier gibt es ja auch weiterhin die Spekulationen um eine Kapitalerhöhung. Die dürfte wohl nicht vor Mitte Mai kommen, denn da müsste man sich auf der Hauptversammlung nochmal ein größeres Volumen genehmigen lassen. Bisher sind nur in Anführungszeichen 2 Milliarden genehmigt, aber die Commerzbank möchte möglicherweise hier einen größeren Spielraum haben, vielleicht sogar 5 Milliarden. Das wird sich noch herausstellen. Die Börse jedenfalls sieht in der Commerzbank heute einen Kauf. Und Derivateanleger selbst, die halten sich aber hier zurück. Sie kaufen eher Call-Optionsscheine auf die Deutsche Bank, wenn wir schon in diesem Sektor sind. Und diese Aktie liegt heute eher im Minus, meine Damen und Herren, nämlich aktuell etwa 1,5% verliert die Deutsche Bank-Aktie. Aber hier steigen Anleger antizyklisch ein.